Willkommen zurück, da bin ich wieder. Ich werde kurz speichern. Das war LP2, nicht Zwiebel. Zwiebel ist ein eigener Spielstand, den ich angesetzt habe. Angelegt habe. Wusch, 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 wusch. Du kannst jetzt hier nämlich auch noch nicht ausbilden lassen. Ich gehorche. Und genau, du bist ja jetzt hier. Dann könnt ihr zu zweit hier Sachen machen. Du kannst hier auch noch dich... Ja, ja! Geschwind. Sehr schön. Aufstieg des Ritus. Selbstverständlich. Ich hege und pflege. Also ich glaube, ich kann sonst nichts mehr bauen. Ne? Außer die blöde Stallungen, aber die bringt mir in meinen Augen nicht. Der Hexenmeister ist jetzt auch nicht. Ich könnte einen Bruder zurückholen. Wie kann ich... Aufpassen. Komm mal zurück, Semet, komm mal zurück. Wir sind unterwegs. Hau ihn zusammen! Hau ihn zusammen mit deinem Stab. Sehr schön. Auf den Schwingen des Windes. Zimmer, my man. So, sonst hat er aber nicht viel. Was haben wir denn hier sonst noch? Raben des Schwingemeister richten mehr Schaden mit ihren Attacken. Verkürzt die Ausbildungszeit. Schwingemeister erlangen ihre Raben schneller wieder. Definitiv verdorbenes Nest. Was haben wir hier? Schwertjünger, Kranke und Pesthauer haben mehr Lebensenergie. Kranke und Pesthauer richten mehr Schaden an. Richten mehr Schaden an, bringt mir nichts. Jünger des Blattes richten mehr Schaden an. Jünger und Blattes, Pesthauer und Unreine können weiterlaufen. Angriffe des Pesthauers wirkt im größeren Umkreis. Und du bist ja, Unreine haben mehr Lebensenergie, aber sonst... Busch. Ich bemühe mich. Geh mal mit. Ich fliege. Ich gehe. Mach mal Blitzchen. Dann können wir nämlich hier auch mitmachen. Weil sie ist eigentlich die, die am ersten weg muss. Haut ihn zusammen! Bewirft ihn mit Scheiße! Macht irgendwas! Denn der Ultara muss definitiv weg. Okay, wir müssen hier so weg. Ist es. Wir müssen hier weg. Nun gut. Nun gut. Euer ergebenster Diener. Ich verderbe. So ist es. Ich gehe. Weil, wenn's denn sein muss. Ich suche. Ja, denn wir... Gehorche. Euer ergebenster Diener. Weil Zemet da allein ist zwar ein starker Kerl. Oh, der macht das aber echt gut. Vielleicht muss ich ihm da sogar gar nicht helfen. Wir müssen hier halt wirklich nur halten. Ja, ihr seht. Jo, Zemet. Gegen eine Geisha, das kannst du wohl noch. Das kann ich noch von dir erwarten. Zemet, 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 rauf um dein Leben, Mama! Jetzt kannst du mitmachen. Jetzt kannst du mitmachen. Wusch, wusch, wusch. Wenn wir alleine sind, dann sind wir stark. Aber nicht so stark eben. Alleine sind wir nicht stark. Ich eile.
So soll es geschehen. Können wir den noch mitnehmen? Denn der hat nämlich noch den Vorteil, dass er... Auf den Schwingen des Windes. Dass er, wenn ich es dann sagen kann, dass ein Dings da... Seelen. Hau ihn zusammen! Nix da. Hab dich schon gesehen. Gehorche. So, das ist ja eh, ne? Den haut da ziemlich easy zusammen. Hau ihn mit deiner Armbrust zusammen. Gut gemacht, mein Freund. Okay, der hab verloren. Okay, der Platz scheint unbewohnt zu sein. Hier so soll es geschehen. Hexen... Irgendwie hatte ich mir ein bisschen mehr versprochen von den Hexen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich hege und pflege. Ich würde sogar sagen, haben mehr Jünger des Kranke und Unreine. Ich weiß halt nicht. Kranke und Böse richten mehr Schaden an. Lepra. Das ist echt hart, die Bezeichnung. Kostet weniger, richten mit ihren Attacken. Dich habe ich ja im Einsatz, oder? Und ich finde, Akoril ist halt so eine ziemliche Lusche, aber wir können ihn ja trotzdem mal haben. Ich glaube, er kann sich sogar teleportieren. Was immer ihr wünscht. Oh ja, hallo Akoril, my friend. Jo, er ist am Start. Langsam aber sicher. Magie wird stärker. Paar. Echt noch ein. Nicht du. Du sollst hier bleiben. Aber du kannst hier noch rein. Ich gehorche. Könnte hier noch rein. Ist ja praktisch mit diesen kleinen Golems da. Das ist ja eh noch. Haut den einfach zusammen. Der kann gar nichts. Ich kann aber wirklich nichts mehr errichten, oder? Nein, das habe ich gebaut. Das ist das Einzige, was ich nicht habe, aber ich brauche keine Pferde. Dorfzentrum haben. Irgendwie vermisse ich ein Gebäude, was ich mal in einem LP gesehen habe. Entweder kriegt man das nur, wenn man alles gebaut hat, oder ich weiß es halt nicht. Ja komm, bauen wir mal dieses blöde Zeug. Auch wenn ich das nicht brauche. Ich verbreite euren Willen. So. Die Magie wird stärker. Ich finde ja voll brutal, dass die sich so selber in die Luft sprengen. Ja, ich weiß. Es ist halt, im Moment sind wir ein bisschen so in einer Patz-Situation, weil wir alle nicht wirklich, weil wir nicht wirklich zusammen angreifen. Okay, nee, das sollte er eigentlich hinkriegen, oder? Ah, nee. Macht denen noch wenig Schaden, ne? Okay, aber den kriegen sie ziemlich gut klein. Oh, der hat den schon kaputt gehauen. Ah ja, er hat natürlich Geishas. Und wir können ja froh sein, dass der eine Typ hier... ergebenster Diener. Nicht und Kaplaui. Weil wenn wir mal das gleiche Ziel anfallen würden... Weil das Problem ist halt... Ich muss es wirklich beim Namen nennen. Ultara ist halt einfach wirklich ein Problem. Weil die Dame ziemlich weit schießen kann. Und halt kleinere Einheiten, gerade die Schwingmeisterin da. So, hier ist aber gerade, ich muss gerade schnell schauen, ob er gut aussieht. So. So, der hat noch viel mit Dings mit. So, jetzt haben wir aber wirklich alles gebaut, was wir schon im Einsatz haben. Und das ist ja nur für die Pferde. Schattendrosse richten mehr Schaden an, aber Freunde halt, die braucht man halt ich einfach hege nicht. Und pflege. Weil das ist einfach nur meine Meinung. Weil es ist einfach nur meine Meinung. Ich glaube, für Lepra habe ich jetzt zu wenig Ying-Punkte, ja? Okay, der hat das aber ziemlich gut gemacht. Er verlässt er sich darauf, dass ich hier bleibe eigentlich. Wie ist er hier so aufgestellt? Oh, ziemlich wenig gerade. Ich muss jetzt schnell schauen.
Ja, er lässt die Helden halt zu Hause, weil er ganz genau weiß, dass ich ihm sonst in die Parade verregne. Oh, hier ist eigentlich ganze Zeug kaputt, sehe ich gerade. Weil das verliert er, glaube ich. Ja. Aber das wird sonst nicht so ein Problem. Der hier geht schon mit Riesenarmee wieder auf Beutezug. Wir können ja auch mal gehen. Nun gut. Mal gucken, was wir hier noch so aufdecken können. Ich habe viele Fernkämpfer. Ich habe halt nicht so viele Nahkämpfer. Das Problem in meinen Augen beim Lotus-Clan ist halt einfach, du hast nicht wirklich richtig gute Nahkämpfer. Weil die halt alle ziemlich schnell und ziemlich schwach sind und ziemlich schnell ins Gras beißen. Ich gehe. Ich frage mich, ob ich helfen muss. Ja, gut ist ja, dass die dumm sind. Das hat sich ja schon immer als Vorteil erwiesen. Wenn's denn sein muss. Ja, Zemet, es muss sein. Mal schnell gucken, wie die hier so aufgestellt sind. Okay, wir können also gleich mal wieder unseren Arsch einziehen, weil wir werden hier keine Chance haben. Wenn's denn sein muss. Wie Mondlicht. Müsste ich mal wegzaubern. Wo ist Zemet eigentlich hin? Ist der verreckt? Ohne Scherz. Die haben mir einfach Zemet gekillt. Ihr Drecksäcke. Wer denkt ihr, wer ihr seid? Ach, wir haben Ultara mitgebracht. Knapp dir. Tu dich mal schnell hinter dran. Und jetzt geh auf Ultara drauf. Die muss unbedingt sterben. Bei allem, was wir machen können. Die muss definitiv weg. Sobald die weg ist, ist der stärkste Held von ihnen gestorben. Die haben mir Zemet getötet, fiese Kerle. Durch das Licht. Ihr könnt doch nicht den alten Zemet einfach kaputt machen. Das hat er euch nur gemacht. Ich verbreite euren Willen. Hat der arme, böse Zemet euch nur gemacht. War so ein netter Kerl. Und dann wird er hier einfach... Ich hege und pflege. Wird der Arme einfach kaputt gemacht hier. So ist es. Hoho. Die werden nicht weit kommen. So, wenn er die Waffen noch mit Gift getränkt hat, dann ist er definitiv stärker. Ich höre. Lasst uns da mal den Typen hier, der da... Reicht's mir hier. Wollte, was willst du eigentlich, du kleiner Mistbolzen hier? Weg mit dir. Dann werden wir hier noch diesen Mönch wohl. Wo läuft denn der eigentlich lang? Ah, der läuft hier hoch. Okay. Ich suche. Wollen wir mal wieder? Ich bemühe mich. Wir sind unterwegs. Du bist der Kotzbrocken. Brauchen dann wieder ein paar, das werden sie nicht gewinnen. Genau. Er schickt halt zu schwache Einheiten. Wenn die nur mit mir zusammen hier mal mitkommen würden, die Chefs hier, dann könnten wir das Dings richtig aufmischen. Aber jetzt dürfen wir nicht nachlassen. Ja. Möglichst nicht da noch mehr. Selbstverständlich. Sind halt nicht. Das Ding ist halt einfach, wir sind mit den Chefs nicht die schnellsten. Weist mir den Weg. Ja, diesen einzelnen Mönch, den werden sie ja wohl noch verkloppen können. Was immer ihr wünscht. Aber die merken, dass ich ihnen im Nacken sitze. Vom Winde verweht. Schnell gucken. Hier kommt noch einer raus, genau. Euer ergebenster Diener. Ja, sehr schön.
Weist mir den Weg. Es hat schon wieder geklingelt. Gottes Willen, aber diesmal ist ein bisschen mehr passiert. Wir sehen auch Land. Wir haben Utara noch kaputt gemacht. Ich finde, das sollte ich uns... Ich werde Ihnen die Augen öffnen. Haben wir meinen Helden ziemlich kaputt, schnell kaputt gemacht. Das ist halt das Problem, sie verwickeln mich ziemlich schnell in Nahkämpfe. Ihr könnt das, ihr macht das schon, Jungs. Wusch, wusch. Vorwärts. Ja. Egal, wir haben wieder ein paar Ying-Punkte noch dazu gekriegt. Haben ein bisschen Terror verbreitet. Ich höre. Haben natürlich ein bisschen Leute liegen lassen müssen. Chef hier ist auch wieder am Start. Kannst dich gleich mal teleportieren, um den Leuten zu zeigen, wie cool was du bist. Immer ihr wünscht. My man. So, aber nächsten Part wollen wir weitermachen. Vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwann mal, einen in die Knie zu zwingen. Bis dahin sage ich aber Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.